Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Dach und Holz TV. Normalerweise steht der Uli hier an der Bank. Heute bin ich mal hier. Warum das Ganze? Der Uli mag lieber die Späne. Ihr habt einige Videos von ihm schon gesehen. Arbeitet gerne mit Holz. Vor Funken hat der Uli ein bisschen Angst. Deswegen bin ich, wie gesagt, heute hier. Wir testen heute einen Akku-Winkelschleifer in der 18-Volt-Klasse mit einer 125er Scheibe. AEG ist mir eher aus dem Bereich, aus dem Heimbereich bekannt. Die sprechen hier unter anderem Metallbau an mit dem Winkelschleifer. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wir haben hier einen, meiner Meinung nach, recht stabilen Koffer, der sich nicht eignet für eine Modulbauweise, aber man kann nicht andere Koffer noch draufklippen. Und das ist dieser klassische Schnellspannverschluss, den wir jetzt mal aufmachen und schauen, was drin ist. Was haben wir dabei? Wir haben zum einen jede Menge Beschreibungen, das in jeder Art von Sprache. Dann haben wir hier den aufschraubbaren Griff dabei. Wir haben einen Akku dabei mit 4 Ampere, 18 Volt Leistung, wie gesagt. Wir haben einen Akku dabei mit 6 Ampere, 18 Volt Leistung. Darüber hinaus haben wir das Gerät selber. Was genau das kann, da gehen wir gleich drauf ein. Wir nehmen ein Ladegerät. So. Scheint ein intelligenter Prozessor drin zu sein. Nickel-Cadmium, Lithium-Ionen und Hybrid-Akkus können hier mitgeladen werden. 12 Volt, 14,4 Volt und 18 Volt. Okay, schauen wir uns zuerst mal das Wichtigste an. Das Gerät als solches. Body ohne Akku, damit das Ganze auch ein bisschen sicher ist. Wir haben hier einen Pedalgriff, der klassische Pedalgriff mit einer Arretierung, der so gelöst werden kann. Ist wie eine Art Totmannschalter. Drückt er weg. Geht der Motor sofort aus. Das soll angeblich in Millisekunden funktionieren. Wir haben hier einen werkzeuglosen Wechsel der Scheibe. Der kann stattfinden mit diesem werkzeugfreien Fixaufsatz hier. Damit wird die beliebige 125 mm Scheibe draufgeschraubt und fixiert. Hier mit der Stellschraube, mit der Arretierung festgehalten und so kann das Ganze festgezogen werden. Dann haben wir auf dem Gerät eine LED, die die Überhitzung und Überlastung des Motors anzeigt und im Notfall das Gerät ausschaltet. Wirkt recht handlich und zumindest robust, bürstenloser Motor. Dann kommen wir mal zu den Akkus, haben eine Ladestandanzeige. Wie gesagt, wir haben einmal hier die 6 Ampere Variante, die schon recht groß ist. Und dann haben wir einmal die etwas handlichere 4 Ampere Variante. Und auch ebenfalls mit einer Ladeanzeige. Dann haben wir einen aufschraubbaren Griff, der, was ich gut finde, von allen drei Seiten aufgeschraubt werden kann. Das heißt einmal in dieser Position, einmal in dieser Position und auch einmal in dieser Position. Das heißt, die Möglichkeit besteht für den Anwender in verwinkelten Bereichen, wo auch immer, den Griff jeweils der Situation anzupassen. Das ist noch ein zusätzliches Sieb, das ist ein Elektronikschutz, der unten am Griff befestigt ist, austauschbar, waschbar, nass abwaschbar. Der schützt die ganze Elektronik und nicht die Mechanik vor äußeren Einflüssen, Staub, Metall, wie auch immer. So, und noch ein schönes Gimmick hier, auch was zur Werkzeugfreiheit beiträgt, ist diese Schutzhaube, die mit einer kleinen Federmechanik werkzeugfrei verstellbar ist. Damit wir das jetzt testen können, habe ich eine Metallscheibe geholt und ein kleines Szenario vorbereitet. Erstmal bringen wir den kleinen Mann jetzt hier ans Laufen. Dazu habe ich, wie gesagt, die 125er Metallscheibe geholt und spanne das Ganze jetzt mal in die Maschine. Wichtig, immer dran denken, Akku raus, damit nicht auf einmal irgendwie die Maschine anfängt zu laufen, wenn wir gerade die Scheibe drauf machen. Dafür nehmen wir uns hier dieses Schnellspannfutter, lösen das auf. Packen die Scheibe drauf, gucken, dass die mittig sitzt. Dann wird das ganze Werkzeug frei montiert. Hinten die Arretierung drücken, hier nochmal gegendrehen, zu. Scheibe sitzt. Das können wir nochmal nachstellen. Passt soweit. Dann nehmen wir den kleinen Akku. Der ist ein bisschen leichter, dann ist das ganze Gerät nicht so schwer. Simsalabim! Und hier ist der Versuchsaufbau. Ihr seht, das geht bei mir immer relativ schnell. Was haben wir hier genau aufgebaut? Wir haben ein 16 mm Stahlgewinde. Ein 12 mm Stahlgewinde, dann haben wir hier ein paar gängige Schrauben, 6 mm, 5 mm und 4 mm.
und das Ganze wollen wir jetzt gleich mal trennen. Warum haben wir das genommen? Ich kann mich daran erinnern, wir mussten mal an den Innenwänden eines Laubengangs auf der Kö, das waren glaube ich insgesamt weit über 100 Meter, mussten wir alte Trespa-Platten demontieren. Die waren mit Edelstahlgewinden montiert und die ganzen Edelstahlgewinde mussten bündig abgeschnitten werden. Also für so eine Anwendung ist so eine kleine akkubetriebene Flex sicherlich Gold wert. Das Ganze kann auch in Vorgängen hinterlüfteten Fassaden, die demontiert werden müssen und die alten Gewinde noch rausstehen, kann es auch vorkommen. Und klar, Schrauben, Nägel, ähnliches, alles, was übersteht in alten Tragwerken, kann bündig abgeschnitten werden, damit es also sozusagen für die Nacharbeit auch nicht mehr im Wege ist. Wir legen jetzt los. Dazu ziehe ich mir natürlich zunächst mal, ganz wichtig, eine Brille auf. Ach, der Uli, der hinterlässt auch alles immer irgendwie staubig. Was ich direkt sagen muss zu Beginn, der Pedalschalter hier mit dem Totmann, der ist recht verspielt, recht klein. Wenn ich mir vorstelle, ich arbeite mit dicken Handschuhen, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwerer. Packt euch was auf die Ohren, jetzt wird es laut. Uli, das ist für dich, der keine Funken mag. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Jetzt wird es hier kritischer. Ist die Absauganlage an? Sehr gut. Ja, das waren schon komplexe Anwendungen, möchte ich sagen. Also das ist ja natürlich nicht ohne. Da das eine gängige Anwendung ist, würde ich sagen, lassen wir die Zeit einfach mal mitlaufen. Die blenden wir unten ein. Und ich würde sagen, letztes Gewinde. Let's go. Hier blinkt die LED rot. Wir versuchen das jetzt nochmal in die Kamera einzufangen. Ich weiß nicht, ob das Gerät überfordert ist, aber das ist schon mal kein gewöhnliches Zeichen. Ich gehe nochmal in die gleiche Schnittfuge rein und wir machen einen zweiten Versuch und gucken, wie sich das entwickelt. Also, vielleicht konntet ihr das im Video sehen. Ich habe jetzt ohne großen Druck das 16 mm Gewinde durchgeschnitten und die LED hat mir schon angezeigt, irgendwas nicht in Ordnung, überlastet. Wie gesagt, es kann daran liegen, dass ich zu viel Druck drauf gegeben habe, weil ich einfach zu eilig das Gewinde durchschneiden wollte. Wir versuchen es jetzt gleich nochmal in einem zweiten Take mit etwas weniger Druck. Kleine Trennvorgänge wie diese Schrauben, 1A, auch das 12 mm Gewinde hat noch super gepasst. Hier bei 16 mm finde ich, ist es recht grenzwertig. Also was mir auf jeden Fall bei dem Gerät aufgefallen ist, der Nachlauf ist brutal lang. Das heißt, ich zeige das nochmal ganz kurz. Ja, die Maschine läuft, wir gehen weg und gefühlt 4 bis 5 Sekunden, wo das Gerät nachläuft, das ist natürlich gefährlich. Wir können es in der Zeit nicht ablegen, wenn einer sich schneidet oder irgendwas passiert. Das kenne ich so von anderen Geräten nicht. Da funktioniert das deutlich schneller. Wie gesagt, als sicherer, als relevantes Teil ist das für mich viel zu lang. Positiv nochmal möchte ich erwähnen, ganz klar, die Ergonomie in Ordnung. Was mir gefällt, werkzeuglose Montage und Demontage der Scheibe, dann auch die Blende, die sich werkzeuglos ändern lässt und natürlich der Griff, den man an 3 Positionen anschlagen kann. Das ist positiv. Wirklich negativ finde ich die Schnittleistung mit der LED, die angeblich die Grenze des bürstenlosen Motors anzeigt mit der roten Leuchte.
gefällt mir nicht. Und was wirklich ein K.O.-Kriterium ist, ist der Nachlauf von 4-5 Sekunden. Das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsaspekt. Ja, das war's für mich von heute. Wir haben das Gerät getestet, wir haben es an die Grenzen gebracht und ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder vielleicht auch unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare und schaut euch auch unsere anderen Videos an. Wir haben vielen interessanten Kram da. Ich bin jetzt raus. Auf bald, euer Michael. Tschüss.